Das ist eine Veranstaltung für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12. Die sollen lernen, wie sie sich in brenzligen Verkehrssituationen verhalten sollen. Sie sollen das Bremsverhalten eines Autos oder Motorrads kennenlernen und auch etwas lernen, wie lang ein Bremsweg sein kann. Ja, die Lehrerinnen und Lehrer, die haben mir sehr positive Rückmeldungen gegeben, weil viele Unfallsituationen gezeigt werden. Und ich habe auch den Eindruck, dass bei den Schülerinnen und Schülern das ein oder andere an Eindrücken geblieben ist und dass sie wirklich für viele Situationen sensibilisiert sind. Gerade wenn der Dummy in die Luft fliegt, tritt doch eine Stille ein. Und ich hoffe, dass sie dadurch vielleicht umsichtiger fahren in bestimmten Situationen.